Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja, Dragon Ball Xenoverse 2, dem Hauptgame. Ja, wir sind in der letzten Folge mit dem Demo-Gedöns durchgekommen, haben sogar noch expliziter gesehen, wozu das Ganze eigentlich nötig ist und so weiter und so fort. Sollten wir dann immer wieder mal bei dem Oberältesten vorbei, also bei Neil und so weiter und so fort. Jetzt allerdings interessiert es uns nebenbei, dass ich von euch wissen möchte, wo ich denn hin soll, zu Freezer oder dem guten Saiyaman. Ich würde ja die Freezer-Saga bevorzugen, aber dazu haben wir noch genügend Zeit, deswegen, ja, würde ich doch sagen, machen wir doch weiter. Allerdings sehe ich da gerade was. Wir haben da nämlich was zu sehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Habt ihr das Ausrufezeichen auch gesehen? Also ich hab's gesehen und das stört mich gewaltig. Oberältestenhaus, kann ich da schon runtersliden? Ich glaube eben nicht, ne? Doch, oben durch schon, ja. So. Und dann... Yeah! Yeah! Ja! Nein! Nein! Das ging zu weit nach unten! Ja, ne, ist klar. Ich bin zu weit nach unten geprescht. Wo muss ich jetzt hier durch? I have a little bit problem. Komme ich hier durch? Irgendwie? Komm. Nein, das mache ich jetzt mit dem Ding hier. Was komme ich hier schon wieder für Scheiße drauf, ne? Also, ich mache hier schon immer Bullshit. Komm, 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 komm. Nein! Das wäre jetzt so geil gewesen. Das wäre so geil gewesen. Hey, das mache ich jetzt. Ich komme mit dem da drüber. So. Nochmal. Aber diesmal mit Gefühl, Mit Gefühl, Frau. Nein, das war nicht mit Gefühl. Das war eher wie meine Freundin. Und die hat kein Gefühl beim Kochen, aber sonst schon. Ja, Mann! Das nennt man Gefühl auf Messerschneide. Gefühlmäßig. Was machst denn du hier? Okay. Ich zeig dir, was ein Saiyajin-Elite-Krieger drauf hat. Weiche aus, wenn du kannst. Auch wenn du überlebst, ist die Erde verloren. Mal schauen, wie dein Kamehameha gegen diesen Move besteht. Was? Willst du mich verarschen gerade? Kommen wir hier irgendwie hoch? Ah, komm. Können wir hier hoch? Das wäre so ziemlich genial. Weil wir sind hier bei Gokus. Erster, also bei dem Original Ding. Wo man noch nicht mal wusste, was ja Goku ist, außer dass er einen Affenschwanz hat. Hier drin war der 4-Sterne-Dragon Ball. Wer kennt die ganz alten Folgen noch? Also ich auf jeden Fall. Ich möchte hier hin dann. Nee, nee. Was ist das hier? Bambuswald nennt man den. Aha. Dann können wir immer wieder dorthin gehen. Was willst du, Ganto? Siehst ja, wir können gegen solche Krieger antreten. Ach, du bist einer von den Zeitsoldaten, von denen ich so viel höre. Ich höre, dass ihr ziemlich stark seid, stimmt das? Ich werde es herausfinden, wenn wir kämpfen so. Ich hoffe, du bist bereit. Komm jetzt und zeig mir alles, was du drauf hast. Kein Problem. Dafür sind wir hier. Himmel. So, so. Wir kämpfen im Himmel. Wundervoll. Ganto, du kriegst auf die Omme. Du olle Grießkram-Tonne. Bist du bereit? Yo, ich bin bereit, mein Freund. Hier, komm her. Na los, was willst du? Ich zeig's dir. Ah, aufladen. Tada. Ja, ja. Nö, seh ich nicht ein. Nö. Tschüssi. War's das? Noch nicht? Nö, seh ich nicht ein. Nö, 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 nö. Fick dich. So, das war's im Himmel mit dir. So, weil ich jetzt die Ulti voll durchdrücke. Ach so, voll dein Ernst gerade.
So. Ey. So, danke. Geh mal nach unten. Und bleib liegen. Gleich am besten. Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Das musst du mir nicht sagen. Ich weiß das sehr wohl. Und der war nicht wirklich der Rede wert, der Kollege. Oder was sagt ihr? War der Typ der Rede wert? Nee. Würde ich nicht sagen. Also die Ladeszenen sind ziemlich nervig. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Die sollten sie eigentlich fixen, weil es braucht doch nicht so lange, um das gleiche nochmal zu laden. Oder doch? Also. Naja, nee. Dafür ist es viel zu schlicht gehalten, dass es viel zu lange dauern könnte. So eine Assassin's Creed Welt, okay. Aber doch nicht sowas. Wow, ich gebe auf. Ich hätte nicht gedacht, dass du so stark bist. Dabei habe ich aber den Eindruck, dass du noch stärker werden kannst. Leute wie wir können sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Das weiß ich. Dragon Ball erhalten. Okay. Den Dragon Ball habe ich gerne entgegengenommen. Dann geht's jetzt zurück zum Zeitnest. Finde ich cool. Und jetzt geht's an die Story. Das wollte ich euch einfach nur noch schnell auch zeigen und mit dabei haben, dass ihr ja so viel wie möglich von dem Spiel seht. Nicht nur von der Story. Mhm. Sieht mir schnick aus. Du hast noch viel Potenzial, dich zu entwickeln, aber du hast schon große Fortschritte gemacht. Du solltest dich nicht unter Wert verkaufen. Ja, mache ich sowieso nicht. Okay, viel Glück da draußen. Ich gehe rüber zur Zeitkammer. Keine Ahnung, was hier jetzt noch gleich abgehen wird. Auf jeden Fall die Namek-Saga, aber was genau? Oh, nee. ドドリアさん、ザーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あの二人が逃げ切るのは難しいじゃろうな。 お前さんが助けてやるしかないな。張り切って行ってこい。 Hey, Freezer, Stina, Zabon und Dottoria. Okay. Machen wir doch weiter. Mal schauen, was ihr zu sagen oder entgegenzusetzen habt. Ja gut, eigentlich solltest du gegen Dottoria antreten und ich gegen Zabon. Weil du bekommst ziemlich schnell auf die Fresse, mein Kleiner. Aber egal, wir machen das mal. Nein, du willst mir auf den Sack fühlen? Ja, sehe ich nicht ein. Bye, bye. Was heißt hier, Dodoria? Nein, kannst du nicht. Hey. Hey, du kleine Sackratte. Habe ich den schon besiegt, den Onkel? Ja, ich passe hier gar nicht auf Wasser auf. Der soll aber auf Wasser aufpassen, Mann. Ohne Witz, Zabon kann gar nichts. Der ist so tot wie sonst nichts, Mann. Oh, wundervoll. Ich habe ihn noch erwischt. So. So.
Viel Spaß, Dodoria. Tüdle! Dass wir hier einen Z-Rang erhascht haben. Okay. Nehme ich gerne an. Und jetzt Vegeta gegen Dodoria. Ach so, ja, das haben wir irgendwie auch schon gesehen. Keine Ahnung. Deswegen mache ich gleich den ganzen Freezer-Arc in diesem Part durch. Katzlag, der böse Namekianer, irgendwie haben wir den auch schon besiegt. Okay, waren wir den auch noch kaputt? Mal schauen, wie der sich so verhält. Im Kampf. Also hier im richtigen Game. Ob der genauso einfach zu schlagen ist, ob er eine kleine Leistung an Gegenwehr bringt. Nö, nö. Packen ist hier nicht. Und außerdem kriegst du hier ordentlich dein scheiß Fett weg. Okay, dann eben nicht. Dann machen wir das eben so. Haha. Na, na? So, kannst du auch den Teleportationsschritt? Ich hoffe doch. Aber das bringt dir nicht viel. Ich lade mich extra nicht so viel auf, weil wir haben ihn eh schon down gekriegt. So, viel Spaß, Lack. Finisher, wir sind schon wieder durch. Haben sogar Z-Rang erreicht, ohne Probleme. Weiter, bitte. Ich nehme gerne die Level entgegen. Vielleicht kommt dann ein Gegner, den es nicht so leicht zu besiegen gilt. Vorsicht von Dodoria und Vegeta. Was? Sind die beiden in einem Team oder was? Ich hoffe jetzt nicht. Ah gut, Vegeta ist auf meiner Seite. Warum lebt er noch, der Hundesohn? Halt mal. Ja, gut so, Vegeta. Gut so, Vegeta. Gut so. So. Nein. So, jetzt wirst du gepackt und einmal in den Erdboden geschmissen. So. Und jetzt nochmal zu dir, mein Freund. So, vor deiner Fresse ziehe ich einfach mal diese Energieleiste ab. So geht es nämlich am effektivsten, wenn man vor dem Gegner steht. Ansonsten bringt es nämlich gar nichts, die Scheißtechnik. Und jetzt gehen wir hier mal hier. So, tschüssi. Bye, bye. Hat mich nicht gefreut. Die sind irgendwie einfacher zu besiegen, zumindest jetzt noch. Was ein A? Für Combo-Kenner präzise und unberührbar? War das nicht früher so, wenn man nicht berührt wurde, dass man automatisch einen Z-Rang gekriegt hat? Yo. Eine Rettung, sonst hätte dich Dodoria auseinandergenommen. Aber gut, das hätten wir jetzt auch. Der Auftakt des erbitterten irgendwas. Des erbitterten Kampfes oder des erbitterten Bösen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nächste Mission cleared. ご苦労じゃったな。
歴史は無事元の流れに戻ったぞ。こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らはどっちもとんでもない悪人じゃぞ。ターレスはサイヤ人の生き残りの一人、宇宙を暴れ回るならず者クラッシャー軍団のボスじゃ。スラックも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉じゃな。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。こりゃわしの話を聞いとったんか。何よもう、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子のお世話をしないといけないの。ほう、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは時の海王神のお仕事の一つなのよ。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはの。そういうことで私は行くわね。あ、じゃからあやつらの対抗策を。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、まあそうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。Machen wir, meine Freunde. Und bei diesem Zeitvogel kam mir die Idee, ob die nicht per DLC noch den Dragon Ball Super Arc nachreichen. Weil, ja, er kann neue Galaxien entstehen lassen, das heißt neue Welten, das heißt... Im Umkehrsinn, dass man noch Sachen einfügen könnte, ne? Durch Toki Toki. Diesen Vogel da. Was, ein neues Ausbilder-Event ist verfügbar, bla bla, okay. In Online-Modus kannst du mit anderen Spielern in Parallel-Quests zusammenarbeiten oder in Kämpfen. Das habe ich schon gemacht. Ne, erscheinen andere Spieler als Zettel in Compton Cities, habe ich auch schon gemacht. In Mehrspieler-Level kannst du Spieler aus der Welt chatten, Team, ja, ja. Du kannst dich höchstens 3 Stunden in... Ja, super. Ist auch nicht gerade prickelnd, ne? Dein Zeitsoldatenrang wird in der Mehrspieler-Lobby angezeigt. Zeitsoldatenränge werden jede Woche zurückgesetzt und Spieler steigen im Rang auf und ab. Ja, ja. Du kannst deinen Zeitsoldatenrang verbessern, indem du Kämpfe ohne Einschränkungen gewinnst oder Herausforderungen gegen andere Spieler in Compton City bestehst. Ja! Das ist jetzt noch die Einspieler-Lobby und so... Es wird alles noch erklärt, lest es euch durch. Gehört auch noch zu der Demo-Scheiße. Leider. Jetzt würde es hier weitergehen mit dem Ganzen. Nein, geht's nicht. Seht ihr das, was ich sehe? Dann gibt's jetzt noch was anderes. Eigentlich wollte ich ja Dynamik Saga alles schon heute machen, aber ich glaube, das wird nicht reichen, ne? Aber immerhin, wenn wir hier mal durch sind, darf ich direkt mal meinen Charakter ausrüsten. Hallo? Darf ich mal? Bitte? Ich wäre so tiefst verbunden. Also die Ladesequenzen gehen gar nicht klar. Das ist die Hauptspielzeit irgendwie. Ladesequenz, einer nach dem anderen, ne? Und ich kann immer noch nicht fliegen. Es geht mir so auf den Sack. Bambuswald, bitte. Auch nicht? Wo ist denn das? Yo! Ich kann nicht fliegen, wie soll ich dorthin kommen? Ohne Moment, ich hab's gleich. Ich muss da nur improvisieren, obwohl ich da zuerst beim Fisch was mitnehmen muss. Schuppe zweimal? Okay. Warum auch immer. So ein Gohan-Kind gibt es.
als Trainer. Ah, nee, nicht das Kind. Außer, warte mal. Nee, das würde doch Teenager heißen, ne? Ich gehe trotzdem mal schnell gucken. Ach, was will ich von dem schon lernen? Masenko oder was? Nee. Mein gesamter Movepool ist besser als das, was die dort mir zu bieten haben. Wo ist das genau? Ich glaube hier könnte es sein. Ne. Wo müssen wir da hin? Mädchen Boos Haus vielleicht? Yo, Freunde der Nacht, wir sind hier. Ja, Mann. Verarscht, wir sind überall hingekommen. Haha. Was ist eigentlich hier so am Dampfen? Da war ich auch schon mal. Irgendwie. Wow. Das wäre fast in die Hose gegangen. Jetzt einfach hier um die Ecke, oder was? Beim Namekianer Dorf. Und Pflanzenmann? Dein Ernst, Gigi, er sieht dich verängstigt an. Er möchte wohl etwas fragen. Hörst du dir Anliegen des Pflanzenmanns an? Ja, ja. Besiege Gup. Ha! Dein Ernst gerade! Okay. Wir besiegen Goku für dich, Pflanzenmann. Ich weiß zwar nicht, was du auf Namek zu suchen hast, aber okay. Dich gab's doch nur auf der Erde. Als man dich dort gepflanzt hat hier. Also gut, gehen wir zuerst mal zu Krillin. Hauen wir den in die nächste Tonne. Ja, super. Das war wundervoll. Ich weiß ja nicht, ob man gegen dich eine Chance hat, aber ich denke, ich habe die größten Chancen. Also manche andere gegen dich. Wie es mit Krillin und Son Gohan aussieht, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die große Chancen haben gegen dich, aber egal. Ich habe vergessen, mich wieder mal zu tunen. Das geht gar nicht. Weil ich wäre schon viel stärker, ne? Hey, kannst du Vegeta mal in Ruhe lassen? Jetzt hattest du Glück, definitiv. Yep. Yep. Wow, 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 wow. Wundervoll, wundervoll. Ein Nachschlag, wundervoll. Das nimmt man auch im Training. Nur so mal angemerkt, also geht schön das Training machen. Also es ist wirklich schwer teilweise, aber teilweise auch wieder völlig easy. Ja klar. Du willst mich doch verarschen, ne? So, jetzt geh mal liegen, mein Freund. Ist das überhaupt eine Piku oder so? Ja klar. Ja, ja, Kakarotto. Nix da, wir bringen hier gar nichts zu Ende. Oder besser gesagt, ihr bringt nichts zu Ende. Ja, klar. Halt der ein wenig in die Ferne geht, haben wir mit diesem Move gar keine Trefferquote mehr, praktisch. Aber wenn wir das damit machen, warte mal. So, jetzt würde ich sagen, Goku, du bist tot. Oder so. Also ja, tot. Er ist durchlöchert worden. Könntest du mal Vegeta sein lassen? So. So. Yep. 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 Wundervoll. Ausrüstung erhalten. Jetzt haben wir den ultimativen Finisher. Und er steht wieder auf. Jetzt ist nur die Frage, stehen die anderen Knirps ja auch wieder auf? Oh nö, Kaioken. Nein, nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Goku ist viel zu stark. Wie soll ich jetzt noch gegen die anderen drei ankommen? Vegeta, du übernimmst die anderen drei. Yep, du übernimmst die anderen drei, definitiv. Was anderes lasse ich nicht zu. Nein, 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 nein. Hey, bitte, porte dich doch. Ja, klar. Porte dich doch, wenn ich das sage, Mann. Das ist jetzt eine Menge
Ja, klar. Das ist dir eine Menge. Ja, klar, klar, klar. Das ist dir eine Menge Schmerz ersparen kann, Kleine. Ja, klar. Ey, ich glaube, den Move, also, ne. Ich glaube, gegen den muss ich im Online-Spielermodus klarkommen. So. Weil, ja, ihr seht, er hat noch nicht mal seine zweite Leiste verloren. Und, ja. Oder wir nehmen... Ja, klar. Dein Ernst gerade. Lasst es einfach. Ohne Witz. So. Klar, der kann ausweichen. Ja, klar. Und ich habe keine Ausdauer mehr und er killt mich. Was ist denn das für ein Hundesohn? Ey, wie gesagt, ja, klar, ich bin tot. Ich bin tot, Mann. Ey, der ist viel zu stark, Mann. Ich kann nichts machen. Und ich kann mich nicht mal mehr heilen. Was ist denn hier so... Ja, super. Ich bin tot. Ich bin tot. Zurück nach Compton City. Nein. Sowas... da habe ich jetzt schon zwei Sorten Son Gokus getroffen, die ich nie wieder sehen möchte. Ohne Witz. Und man kann nichts machen. Obwohl ich auf die Ausweichstaste klicke, ne? Und ich habe noch Ausweichsmöglichkeiten, wohlbemerkt. Und es reagiert nicht. Ja gut, dafür machen wir Story noch weiter. Für diesen schlechten Move, Bitch, ne. Ne. Das sehe ich nicht ein. Halt die Fresse, du Mutantenarsch. Ich will nichts von dir hören. Nein, halt die Backen, ey. Ich will nichts hören. Süßkartoffel oder was war das? Keine Ahnung. Warum ist da was offen? Kann man hier rein? Ja, nee. Und was soll man hier groß? Soll man hier einfach nur rein? Hä, ist klar. Wisst ihr was? Ich schwöre, ich fang mal eine Folge so an. Herzlich willkommen, Mann. In der Hütte von einem Namekianer. Und es ist hier drin so losen, in der Hosen. Nicht viel. Okay. Jetzt darf ich mal hier hoch. Ich möchte ja dringend mal zum Drachenaltar hoch. Yeah! Ja klar, du kommst jetzt nicht da hoch, oder wie? Aha. Wenn wir hier schon eine Portionsstation haben. Dragon Ball Podest. Aha, cool. Dann müssen wir nie wieder dorthin laufen. Zeitnest. Fick dich. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich rüste hier jetzt noch aus. Was gibt's hier auszurüsten noch? Ein misseres Power-Up. Grundangriff. Naja. Ob das so geil ist, keine Ahnung. Wir nehmen sie auf jeden Fall mal. Und legen hier Zabons Reif an. Dann sieht sie auch noch ein wenig schnieker aus. So. Was erhöht das eigentlich? Ausdauer minus. Aha. Schlag Superangriff. Key Explosionangriff minus. Aha. Okay. Ich hoffe, das bringt was, sonst rüste ich das nie wieder aus. Attribute. So, was können wir hier so verteilen? Ich glaube, wir verteilen das mal so. 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 Und gehen hier auf 11 hoch. Dankeschön. Und jetzt gucken wir uns das nächste Gedöns an hier. Ja, ich weiß, ich könnte meinen Angriff noch erhöhen und bla bla oder eher auf meinen Angriff gehen. Nein, mache ich aber jetzt eher weniger. Kausch in der Zeit, du kannst mich auch mal. Turs und Lotslag, sie geben einfach keine Ruhe, oder? Ja, ja, komm. Deswegen machen wir hier mal weiter. Aha, dein Eifer gefällt mir. Also dann lass uns mal rüber zur Zeitkammer gehen. Ja, am Anfang seht ihr mich noch teilweise losen, aber später nicht mehr.
Ohne Witz, das geht mir gar nicht in den Kram, ey. Oh. Warum ist Vegeta nicht auf unserer Seite? Ginyu? Oh, ne. Euer Ernst gerade. Bitte macht das nicht wie in Xenoverse 1, wo ich dann irgendwie, wie soll ich sagen, Genius spielen muss. Mario Yatunja, Besita no Yatsua. Chigaimasu yo. それは父さんじゃなくて、敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃの。本来の歴史だと、ギニューと入れ替わったのは悟空くんだったわよね。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けているのでしょう。やつらのことは俺に任せて、あなたは歴史の修正に集中してください。Das ist das komischste Ginyu-Sonderkommando, das ich irgendwie je gesehen habe. Aber okay, ich habe die ja schon lange nicht mehr gesehen. Aber okay, und jetzt alle, das Ginyu-Kommando. Aha. Und sie sind erst noch, ne, verstärkt worden. Und ich komme dazu mit Sabons geilem Kopfschmuck. Sieht schon schnieke aus, muss ich sagen. Ich übernehme mal Rekom. Das ist der größere Dude. Könnt ihr mal aufhören? Könnt ihr einfach mal aufhören, hier solchen Mist zu verzapfen hier? Du hast mir eben schon Leben abgezwackt. Das geht gar nicht. Wo lebst du hier eigentlich? So. Na, komm, steh auf. Hier. Willst du unbedingt den Boden küssen? Ich kann dir gerne helfen damit. Kein Problem. Alles im Rahmen vom Möglichen, ne? Alles im Rahmen vom Möglichen. Wenn du unbedingt sterben willst, hey, komm her. Ich helfe dir gerne. Ne? So. So. Nochmal, du willst den Boden küssen. Das kann ich dir gerne geben, ne? Den Boden geküsst zu haben. So, und jetzt, bye bye. Willkommen. Und jetzt sollte eigentlich noch Kuldo draufgehen. Was ist denn bei dir kaputt? Warum ist Krillin halt tot? Und ihr seid zu dritt, Mann. Ihr seid verdammt nochmal zu dritt. Ah, wundervoll. Das war perfekt. Und eigentlich muss ich jetzt noch wissen: Kann ich mit meinem Super Kamehameha, also dem Zehnfachen, noch porten? Nee, kann ich nicht, aber es finisht so ziemlich alles. Okay, nehme ich auch gerne an. Ein B, okay. Wenn du meinst, akzeptiere ich notwendigerweise. Ich mach nur bis 40 Minuten und dann ist Schluss diesmal. Ich mach keine Stunde. Nur so am Rande. Möchte ich das mal angemerkt haben. So Gokus teuflischer Plä. Was? So Goku teuflische Pläne? Aha. Sollte ich sagen, was hat Son Goku für teuflische Pläne? Und. Ach so. Ich komme, Fighting!
Das war der berühmte Bitch-Move von Goku damals. Ich muss danach noch was zu Black Goku sagen und Ginyu. Ja, und das wäre jetzt gleich, ja. Denn Black Goku und Ginyu haben eine Sache gemeinsam. Sie haben beide die Körper geklaut, wie ihr ja wisst, von Goku, aber konnten beide nicht das volle Ausmaß von Gokus Körper einsetzen, ne? Sie müssen sich sogar schon fusionieren, um irgendwie, also Zamasu und Ginyu, haben das gleiche gemeinsam. Und ja, wie soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall heftig, dass die beide nicht mal ansatzweise an den richtigen Son Goku oder so ankommen. Naja, egal. So, jetzt von vor deiner Fresse, warum kann ich dem nichts mehr abziehen? Warum kann ich dem nichts mehr abziehen? Jetzt ihm wieder, ja, aber vorhin konnte ich dem nichts mehr abziehen. So. So, und jetzt habe ich dich und jetzt nehme ich dir ein paar Leben weg. Ja, ja, klar. Du triffst mich, klar. Du und welche Armee? Ja, was heißt hier Kakaroto? Vegeta ist tot. Jetzt darf ich dem noch eins auf die Rübe hauen. Oh, nö. Oh, nö. Die haben jetzt wieder volle Stärke und Goku ist sowieso schon halb tot. Das geht gar nicht. Goku, überlebe mal kurz. Ich hoffe, du kannst gegen den ankommen. Ich komme da gut gegen den guten ollen Butter klar. Und du musst schnell den guten Cheese auseinandernehmen. Ja, klar. Nein! Nein! Nein, finde ich nicht in Ordnung, was du da gemacht hast. So. Hat es dir gereicht, Butter? Willst du nochmal? Butter, du olle Natter? Ja? Willst du? Bist du auch tot? So. Hey, hallo? Darf ich mal Goku anvisieren? Das nennst du geschafft? Ich wollte die zu auseinanderreißen. Also, muss ich das verstehen? Da komme ich auf jeden Fall nochmal back, wenn ich stärker bin. Ja, irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Ich kann die Hälfte der Mission nicht mal richtig erfüllen hier. Was? Trunks? Ginyu? Wann, was? Wie geht denn das bitte? Das ist mein Körper, armer Trunks. Was? Ja, nee, ist klar. Und warum lebt Goku wieder? Der ist ja ultra stark. Leck mich, ohne Witz. Hier liegen, ohne Witz. Übernehme ich's, ohne Witz. Goku, das übernehme ich schon. Ist kein Problem. Aber... was? Warum Trunks gerade? Ah,
Warum gerade Trunks? Und wie kommt er an Trunks Körper? Trunks ist doch wohl nicht so dämlich gewesen und hat seinen Körper gegen den verloren. Ja gut, er weiß nichts von Genie. Außer von Teil 1. Aber... dann sollte er doch nicht so doof sein in unserer... also... hä? Was? So. Jetzt zu ihm hier. Das ist Trunks. Tut mir gerade leid, Trunks, dass ich deinen Körper so demolieren muss, aber der will's ja nicht anders. Du hast es abgewehrt. So, jetzt reicht's. Bomb. Nächster bitte. Jeez, komm mal her. Dafür, was du hier so ablieferst, gebe ich dir garantiert keine 6 von 6 Punkten. So. Ja, super. So ein Goku, das Treffen müssen wir noch üben, ne? So, war das was oder wie? Willst du noch mal? Nein. Leck mich, nur so am Rande beigemerkt. La 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 la. So, Cheese. Willst du noch was sagen? So. Weil ich muss dich mal vollkommen zerstören. So, wundervoll. Und jetzt, los. Ja klar. Wie du mir entkommen könntest, mein Freund. Bye bye. Aus dem Weg. Genio. Ich komm nicht drauf klar. Black Goku 2.0 oder wie? Fick dich, ohne Witz. Black Goku 2.0, fick dich. Ich sag's dir, du bist hier viel zu weit gegangen, ohne Witz. Du hast keine Chance gegen den gestohlenen Körper, also mit dem gestohlenen Körper von Son Goku. Nein, bin ich ganz böse. Ja, klar. Wie du mich hier noch schlagen könntest, geh liegen. So. Ja, vergiss es. Ich prügel dich in die nächste Hölle. So, wundervoll. So, das war's mit dir. So, und jetzt viel Spaß. Bye, bye, Goku. Und wo ist Goku? Darf ich mal übernehmen? Du möchtest gern Ginyu Goku? Nein! Ey! Ja, jetzt ist er tot oder wie? Zum Glück noch nicht. Kann der überhaupt sterben, der Goku? Sieht mir nämlich nicht danach aus. Ja, wundervoll. Ja, das hat auf jeden Fall ordentlich gedonnert in deinem Oberstübchen. Ja, klar. Wie ist denn das jetzt gegangen? Geh einfach mal liegen. Boah, was für eine Kombo. Geh liegen, mein Freund. Ohne Witz. So, vor deiner Fresse. Geh liegen. に戻れたみてえだな。くそ。今度こそ。こりた。チェーン。もう行かねえぞ。
wurden wir nochmal wieder gerettet. Nicht so wie das letzte Mal. Immerhin haben wir es auch geschafft. Finde ich, würde ich sagen, auch wenn es jetzt noch nicht vorbei wäre. Weil wir haben schon 45 Minuten wieder. これまでの動きから察するに、ターレスとスラックに、トワとミラが協力しているのは間違いないわね。一度はなんとか撃退した相手だけど、トワの科学技術は厄介よ。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量のキリエネルギーを受けて復活したミラは、さらにパワーアップしているはずだわ。 油断は禁物ということじゃな、ノートランクス。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトアの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もう。もう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだったわ。トアの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。あなたも気をつけてね。 俺たちは2人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か。ターレスのやつまた出てくるじゃろうな。Freezers Geheimwaffe? Was? Euer Ernst gerade? Tja, aber immerhin eine neue Sequenz. Aus diesem neuen Teil. Ja, gefällt mir. So kann ich gerne den Part beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tüdelü!